Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Aktuell Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 148 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der vergangenen Tage. Ja, es war wieder so eine Woche mit allerlei Kleinkram, viele Ankündigungen, nicht unbedingte AAA-Titel, aber durchaus interessante Spiele. Und insofern würde ich vorschlagen, legen wir am besten gleich mal los. Ja, fangen wir heute mit Starfield an. Ist ja die Tage erschienen und das Spiel ist ordentlich gestartet. Spielerzahlen stimmen, auf PC und auf Xbox sieht es ganz gut aus. Die Bewertungen alle so im Bereich, im Schnitt so zwischen 80% und 90%. Für so ein großes Projekt ist das eigentlich mehr als beachtlich. Unser Test ist jetzt auch übrigens online gegangen. Kurzes Fazit meinerseits, klar, das Spiel ist nicht perfekt. Gerade so die vielen Ladebildschirme, die stören so ein bisschen die Immersion. Die begrenzte Erkundung stört so ein bisschen, finde ich. Da wäre so etwas mehr vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber ansonsten, selbst die 30 Frames sind eigentlich gar nicht so schlimm, wie anfangs befürchtet. Ich habe jetzt noch von niemandem gehört, dass es irgendwie zu ruckelig wäre. Klar. Mehr wäre natürlich besser und wer weiß, vielleicht gibt es da ja mal irgendwann doch ein Patch, dass das Spiel zumindest auf der Xbox Series X mit 60 Frames läuft. Ansonsten ein riesiger Umfang. Vor allem die Nebenmissionen sind teilweise wirklich gut designt. Das Gunplay für ein Rollenspiel auch mehr als nur gut, also fast schon hervorragend. Und technisch sieht es halt wirklich, wirklich beeindruckend aus. Und dazu gibt es noch diesen umfangreichen Raumschiff-Editor. Ja, also wer in das Spiel eintaucht, der wird da mit 100 Spielstunden und mehr belohnt. Insofern glaube ich tatsächlich, dass uns in Sachen Starfield in den nächsten Jahren noch eine Menge Tolles bevorsteht. Kommen wir zu X-Defiant von Ubisoft, der Free-to-Play-Arena-Shooter im Tom Clancy-Universum 2021 angekündigt. Seitdem wartet man so ein bisschen auf den Release. Da hat sich jetzt der Game Director oder Producer, der Produzent, zum Stand der Dinge geäußert und gesagt, bald könnte das Spiel tatsächlich erscheinen. Aktuell würde das Spiel den Zertifizierungsprozess bei Microsoft und bei Sony durchlaufen. Die Zertifizierung wurde im August erst einmal von Microsoft und Sony abgelehnt. Und da frage ich mich immer, sind das Amateure da am Werk? Ich meine, klar, kann grundsätzlich natürlich immer mal passieren, aber irgendwie Ubisoft, ganz ehrlich, die werden doch da irgendwie Erfahrung haben, oder? Naja, also aktuell optimiert man das Ganze nochmal für Microsoft und Sony. Und dann will man das in Kürze nochmal neu einreichen. Wenn die Genehmigung für die Veröffentlichung dann kommt, könnte das Spiel theoretisch sogar noch Ende September erscheinen. Man rechnet allerdings nur mit einem eingeschränkten Okay. Also man ist da selbst nicht so richtig überzeugt und denkt dann, dass man da wohl noch einen finalen Day-One-Patch liefern muss. Der muss natürlich wieder vorbereitet werden. Das heißt, man geht jetzt eher von einem Release Mitte oder Anfang, Mitte Oktober aus. Ich bin tatsächlich gespannt, ob das hinhaut. So, und dann kommen wir zur ersten Neuankündigung der Woche. Warhammer 40K, was auch immer, Rogue Trader. Das Ganze ist ein CRPG, wurde für PC bereits bestätigt. Jetzt heißt es, okay, das Spiel erscheint am 7. Dezember auch für Xbox Series X und S. CRPG. Ich muss gestehen, ich musste mal kurz nachschauen. War mir da auch nicht mehr sicher. Man kennt es ja. JRPG, japanisches Rollenspiel. RPG, Roleplay Game. Man kennt Action-RPGs, aber CRPG ist nicht ganz so geläufig. C steht für Computer. Computerrollenspiel. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, The Witcher ist natürlich auch ein Rollenspiel, was es für den Computer gibt. Auch wenn wir jetzt hier natürlich jetzt von einer Konsolenversion sprechen, aber das ist, lassen wir mal außen vor. Aber nein, The Witcher ist kein CRPG, das ist nur ein normales RPG, ein normales Rollenspiel. CRPG bedeutet, dass es von klassischen Brettspielen inspiriert ist, also von Tabletop-Rollenspielen. Bekannte Genrevertreter sind zum Beispiel Fallout 2, Dragon Age Origins, Baldur's Gate, der erste Teil, oder auch Pathfinder, und hier schließt sich der Kreis, Pathfinder, Entwickler war Owlcat Games und die machen jetzt halt auch Rogue Trader. Das Spiel
ist im 41. Jahrhundert angesiedelt, also 40.000 und deswegen auch der Name Warhammer 40.000, noch was gelernt. Und man ist da in einem Sektor des Weltraums unterwegs, ja, der sehr weit und sehr gefährlich ist. Es gilt, die Region zu erkunden, Handel zu treiben, Abenteuer zu erleben und ein eigenes Imperium aufzubauen. Der Trailer, der dazu gezeigt wurde, sah ganz interessant aus. So, dann nochmal eine kurze Statusmeldung. Ihr wisst es, ich hatte es letzte Woche schon gesagt, mein Ziel sind die 5000 Abonnenten in diesem Jahr. Es ist sportlich, aber hey, wer es nicht versucht, der schafft es erst nicht. Stand heute sind wir bei 4280 Abonnenten, das heißt 720 fehlen noch. Wenn ihr schon dabei seid, herzlichen Dank für eure Unterstützung und alle anderen, haut einfach mal gerne auf den Abo-Button, es kostet nichts. Dankeschön. So, weiter geht's mit Spellforce Conquest of Io. Das Ganze ist ein rundenbasiertes Strategiespiel mit Rollenspielelementen oder ist es eher ein rundenbasiertes Rollenspiel mit Strategieelementen? Sucht es euch aus. Ist Anfang des Jahres bereits für PC erschienen. Dort relativ erfolgreich. Bewertungen bei Steam alle sehr gut. Insofern denke ich mal, das wird auch ein Zugewinn für Xbox Series X und S. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, soll aber irgendwann im Laufe des Jahres erscheinen. Und dann kommen wir schon zur nächsten Ankündigung. Tomb Raider 1 bis 3 Remastered von Aspyr Media. Kam so ein bisschen überraschend. Also, erscheint nächstes Jahr am 14. Februar für alle Xbox-Konsolen und enthält natürlich die ersten drei Abenteuer von Lara Croft aus den Jahren 1996, 97 und 98. Erwartet da jetzt technisch, grafisch nicht zu viel von. Es ist halt nur ein Remaster, kein Remake. Aber die drei Spiele sind natürlich absolute Klassiker und waren damals wirklich hervorragend. Wer die Spiele noch nicht kennt, der kann es jetzt nachholen. Man kann das, die Sammlung schon vorbestellen, kostet 29,99 € für drei Spiele. Ich denke, das geht in Ordnung. So, dann ist diese Woche der Xbox Game Pass Core gestartet. Kurze Erinnerung, Xbox Live Gold gibt es nicht mehr. Alle, die Xbox Live Gold Abos hatten, die wurden jetzt automatisch umgeswitcht auf den Xbox Game Pass Core. Viel geändert hat sich ja im Grunde genommen nicht. Der Preis ist gleich geblieben. Es gibt weiterhin die Vorteile im Xbox Store. Was jetzt wegfällt, sind die Games with Gold, die kostenlosen Spiele im Monat. Aber ganz ehrlich, die vermisst eigentlich kaum jemand. Stattdessen hat man jetzt eine kleinere Spielebibliothek zur Verfügung, auf die man zugreifen kann. Und die sieht gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Ursprünglich hieß es mal, es wären so circa 25 Games, jetzt sind es 36 geworden. Und die können wir uns mal kurz hier eben schnell anschauen. Wir haben unter anderem Dishonored 2, Doom Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4 und Fallout 76, Firewatch, Forza Horizon 4, Gears 5, Grounded, Halo 5, Halo Wars 2, Hellblade, Human Fall, Flat Inside, Limbo, Ori and the Will of the Wisps, Payday 2, Psychonauts 2, The Elder Scrolls Online und. Gerade für Einsteiger ist das ein durchaus gutes Angebot, finde ich. Die Spiele sollen auch alle oder zwei bis dreimal im Jahr ergänzt oder ausgetauscht werden. Das passt. Also besser zumindest als Xbox Live Gold und besser als die Games with Gold. So, kommen wir zu den weiteren News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Und da starten wir mit SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. Ist ja im Januar für Xbox One erschienen. Jetzt Anfang der Woche gab es die Ankündigung für Xbox Series X und S. Die bekommt also eine native Version mit grafischen Verbesserungen und es gibt einen neuen Fotomodus. Montag hieß es, das Spiel erscheint am 16. Oktober. Ende der Woche, am Freitag, jetzt gestern, gab es die nächste News. Da hieß es, wir müssen das Spiel kurzfristig verschieben. Allerdings nur um eine Woche. Finaler Termin soll jetzt der 23. Oktober sein. Dann kommen wir schon zur nächsten Ankündigung. Broken Roads, ein Rollenspiel, ein einfaches, ein normales RPG, ein postapokalyptisches Rollenspiel in der australischen Ödnis, soll am 14. November für alle Xbox-Konsolen erscheinen und macht im ersten Trailer oder im neuesten Trailer einen sehr guten Eindruck.
Dann kommen wir zu Jagged Alliance. Das Strategiespiel wurde vor kurzem erst angekündigt. Jetzt wurde der Termin nachgelegt. Das Ganze erscheint am 16. November. Und das Schöne ist, für Vorbesteller kann man das Spiel jetzt für 47,99 Euro kaufen. Später soll es dann bei 59,99 Euro liegen, also im Xbox Store. Und das ist doch mal ein Grund, mal ein Spiel vorzubestellen, anstatt diesen blöden Bonus-Content, den man sonst kriegt und den niemand braucht. Also Leute, grundsätzlich, Finger weg von vorbestellten Spielen. Das lohnt sich meistens nicht. Hier, wenn euch das Spiel grundsätzlich interessiert, da ist es mal was anderes. Finde ich. So, dann kommen wir zu Crime Boss, Rocket City. Letztes Wochenende gab es ja das kostenlose Wochenende. Wenn euch das Spiel gefallen habt und ihr habt es gekauft oder ihr besitzt es schon, jetzt gibt es auch den ersten Premium-DLC namens Dragon's Gold Cup. Kostet 9,99 Euro. Nächste Ankündigung, Unicorn Overlord, ein JRPG, soll am 8. März für Xbox Series X und S erscheinen. Naja, japanische Spiele sind nicht so mein Ding, aber da gibt es sicherlich genügend Fans da draußen. Und dann machen wir gleich mit der nächsten Ankündigung weiter. Contra, Operation Galuga. Contra, eine absolute Klassikerreihe, ein One-and-Gun-Shooter, groß geworden in den 90er Jahren, NES-Arcade-Hallen, und da gibt es jetzt halt den nächsten Ableger. Einen konkreten Termin gibt es da noch nicht, aber es soll irgendwann bald erscheinen. Am 26. September erscheint ja der erste und leider auch letzte einzige DLC, die einzige Erweiterung für Cyberpunk 2077 mit dem Namen Phantom Liberty. Da hat man jetzt den Soundtrack zu veröffentlicht, gibt es auf allen größeren Plattformen. Könnt ihr nachschauen mal, ansonsten einen Link gibt es auch unten in der Beschreibung. Dann haben wir Resident Evil 4, das Remake, bekommt eine Erweiterung namens Separate Ways, erscheint am 21. September, also nächste Woche schon, kostet 9,99 Euro und erzählt so ein bisschen die Geschichte von Ada Wong, also zumindest das, was so parallel zur Hauptstory passiert. Dann haben wir Ghostrunner 2, das erscheint ja am 26. Oktober für Xbox Series X und S. Da wurde jetzt von 505 Games eine spielbare Demo im Xbox Store veröffentlicht. Könnt ihr mal reinschauen und dann mal gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Dann kommen wir zu Tim und Struppi. Die Zigarren des Pharaos hat jetzt auch einen finalen Termin erhalten. Erscheint am 7. November. Und das Spiel wird es auch in einer Collectors Edition geben, inklusive Steelbook, Postkarten, Notizbuch, Artbook und einer kleinen Sammelfigur. Ja, und dann kommen wir nochmal zu einem JRPG. Tales of Arise, vor 2 Jahren erschienen, bekommt jetzt am 9. November eine neue Erweiterung namens Beyond the Dawn. Und da verspricht man 20 Stunden zusätzliche Inhalte, Quests, Dungeons, Bosskämpfe und auch einen neuen Storybogen. Ja, dann sind wir schon bei den Xbox-Highlights der Woche. Die haben wir uns ja bereits am Montag hier gemeinsam angeschaut. Wenn ihr es verpasst haben solltet, holt es gerne nach. Den Link gibt es auch hier wieder unten. Kurze Ergänzung, Inspector Gadget wurde kurzfristig verschoben, allerdings nur die Xbox-Version, warum auch immer. Da scheint es wohl auch Probleme mit der Zertifizierung zu geben. Das Spiel soll aber noch im Laufe des Septembers nachgereicht werden. Ja, und da sind wir schon beim Spiel der Woche. Und da geht es ordentlich gruselig zu. Seit dieser Woche ist das Horrorspiel Ad Infinitum von Nacon und dem deutschen Studio Hecate für Xbox Series X und S erhältlich. Der Titel entführt Spieler in den Ersten Weltkrieg, in der sie zwischen zwei Realitäten gefangen sind. Ist man tot oder lebendig? Befindet man sich in den Schützengräben oder doch im elterlichen Zuhause? Ad Infinitum erzählt die Geschichte eines jungen deutschen Soldaten. Während des Abenteuers ist er in einen inneren Kampf zwischen Wahrheit und Wahnsinn verwickelt. Dabei wird die Geschichte seiner Familie und die tiefen Narben, die der Krieg über mehrere Generationen hinterlassen hat, mehr und mehr aufgedeckt.
Ad Infinitum ist ein sehr atmosphärisches Horrorspiel, welches einem immer wieder das Blut in den Adern gefrieren lässt und ordentlich für Gänsehaut sorgt. Die Story wird spannend erzählt und lässt selbst ängstliche Spieler nicht los, weil man unbedingt erfahren will, wie die Geschichte aus- bzw. weitergeht. Mit ungefähr 8 Stunden Spieldauer gibt es keine Längen, zudem laden unterschiedliche Enden zu einem zweiten oder dritten Durchgang ein. Auch wenn man in Ad Infinitum das Zeitliche segnen kann, ist das Spiel äußerst fair. Landet man im Lazarett, ist der Spuk nicht vorbei, sondern es geht der Albtraum nahtlos weiter. Im Zentrum des Spiels steht die Erkundung und das Lösen von vielen Rätseln. Diese sind einerseits zwar nicht zu anspruchsvoll, erschließen sich auf der anderen Seite aber auch selten sofort, sodass man das eine oder andere Mal ordentlich beschäftigt ist. Ad Infinitum ist ab sofort als Download im Xbox Store verfügbar und kostet dort 39,99 €. Werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche und die gestaltet sich wieder einigermaßen abwechslungsreich. Wir haben das Souls-like Lies of P, wir haben Mortal Kombat 1, wir haben Payday 3 und diverse kleinere Spiele. Im Detail schauen wir uns das am nächsten Montag wieder in der neuen Wochenvorschau an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. So, und damit verabschiedet sich Xbox Aktuell Kompakt Folge 148 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.